Trotz der unglaublichen Anzahl an Flüchtlingen, die jedes Jahr nach Deutschland kommen, will niemand diese Wohnung haben. Wie kann das sein? Woran liegt es? Das klären wir in diesem Video. Auf geht's, lass uns schauen! Gehen wir mal rein. Aha. Der Ablesedienst war da. Okay. Gut zu wissen. Die Tür klemmt. A few moments later. Ja, wir sind immer noch am rausfinden, wie wir die Tür aufbekommen. Obwohl wir eigentlich den Schlüssel haben, ist es anscheinend sehr, sehr schwierig. Ja, man könnte diese Tür auch aufbrechen, weil man ein bisschen zur Seite geht. Ich glaube, wir müssen diese Tür aufbrechen, weil da gibt es kein Schloss mehr. Okay. Ja, tatsächlich ist hier gar kein Schloss mehr vorhanden. Naja, das ist nicht so sicher, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber gut. Ja, da sind wir. Ja. Naja. Sieht schon deutlich besser aus, als ich gedacht hatte. So, jetzt sind wir in der Wohnung. Wir haben es geschafft. War am Anfang ein bisschen schwierig. Ich wusste nicht, dass man die Türe hier aufbrechen muss. Das ist natürlich schon ein bisschen schockierend, aber das ist ein Problem, das können wir lösen. Der erste Eindruck jetzt hier von der Wohnung, wenn ihr hier seht, eigentlich nicht so schlecht. Gerade hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum hier so ein Kühlschrank ist. Dieser gehört nicht mehr. Aber ja, ein Kühlschrank umsonst nimmt man, oder? Die Leisten sind ein bisschen hässlich. Die könnte man auswechseln, aber ich denke, das ist eigentlich kein Problem. Ein sehr günstiges Unterfangen. Ja, wir haben hier auch Heizkörper, die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Die werden auch sofort warm oder sind schon warm, vielleicht waren die auch noch zum Teil an. Ja, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Wenn man jetzt hier mal oben hinschaut, das sieht ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Style, aber wenigstens kommt trotzdem viel Licht durch. Ja. Kann man sich auch eigentlich nicht beschweren. Und der Ausblick ist echt nice. Also wir befinden uns ja hier nicht zentral, aber auch nicht unzentral. Also wir befinden uns ungefähr 25 Kilometer entfernt von Stuttgart, von der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Und ja, es ist nicht ländlich, aber trotzdem jetzt natürlich auch kein City-Feeling. So, dann schauen wir uns mal die einzelnen Zimmer an. Ja, hier ist natürlich jetzt unglaubliches Echo in den Zimmern, weil sehr, sehr wenig Gegenstände darin sind. Aber ihr seht, auch hier, Boden ist in Ordnung, Lampe, naja, funktioniert jetzt halt gerade nicht, aber das kann man ja einfach lösen. Gibt sogar noch einen kostenlosen Schreibtisch. Ja, den man haben kann, der in der Miete inbegriffen ist. Ja, und wenn wir hier anschauen, also es gibt auch wieder ein Fenster. Man muss schon insgesamt sagen, dieses Zimmer ist ein bisschen dunkel. Ja, also wir haben zwar hier ein Fenster, aber das Fenster ist jetzt nicht so groß. Also wenn ihr hier meine Hand seht, das Fenster ist vielleicht 3-4 mal so groß.
Also es ist jetzt kein Riesenfenster, sondern das Ganze zweimal. Also hier muss man schon gutes Licht haben. So, dann geht's weiter in die Küche. Vielleicht ist die Küche ja das der Grund, warum die Leute hier nicht einziehen wollen. Normalerweise ist die Küche nicht in der Miete inklusive. Leute bezahlen extra für die Küche oder müssen sich selber eine Küche besorgen. Bei uns in der Wohnung inklusive. Schauen wir mal, was es umsonst gibt. Ja, also ja, natürlich jetzt keine Weltklasse-Küche, würde man sagen. Aber es ist eine Küche. Für meine Verhältnisse ein bisschen schmutzig. Aber es sind Geräte drin. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Ja, die Anweisungen sind nicht mehr so gut drauf. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welche Knöpfe. Wir müssen einfach alle anmachen. Okay, also vielleicht ist das der Grund, warum die Leute hier nicht einziehen wollen. Der Ofen funktioniert nicht. Ja, das ist natürlich schon nicht optimal. Es könnte besser sein. Wahrscheinlich ist die Kochplatte auch mit dem Backofen verbunden, deswegen wird dieser auch nicht funktionieren. Und ich gehe stark davon aus, dass dann auch, ja, vielleicht ist auch generell kein Strom in der Wohnung. Das könnte natürlich auch sein, das habe ich jetzt noch nicht überprüft, weil die Lampe ja auch nicht gegangen ist. Vielleicht ist das einfach das Problem. Ja, was es auch noch umsonst hier gibt, eine Kaffeemaschine. Ja, ich meine, man kann sich auch überlegen, man muss ja nicht diese Küche übernehmen. Ja, man kann ja auch die ganze Küche rausschmeißen und einfach eine neue Küche reinbauen. Dann hat man eine neue Küche und es ist alles sauber. Dass hier alles sehr, sehr dreckig ist, stimmt schon. Ja, also da muss man schon sagen, da kann man sich schwer wohlfühlen. Küchentisch. Auch inklusive. Ja. Wandschränke, zum Teil fehlt hier ein kleiner Teil vom Schrank. Nicht optimal. Aber kann man ja alles abmachen und einen neuen hinmachen. Und die anderen, die funktionieren alle. Also die sind alle top in Schuss. So, dann gehen wir weiter ins nächste Zimmer. Ja. Eigentlich ähnlich wie das andere. Sogar ein bisschen mehr Licht. Ja, wir haben hier vier Fenster anstatt zwei Fenster. Eigentlich ganz nice. Und es gibt das schönste Sofa der Welt gratis. Ja, hat schon eine Person einen Schlafplatz oder zum Entspannen. Und einen Schrank. Ja, braucht jeder. Muss man schon nicht zu Ikea fahren und die Sachen aufbauen. Hier, schon inklusive. Ja, ja, sind ein paar Löcher an der Wand. Kann man aber natürlich ausfüllen. Ist jetzt grundsätzlich, glaube ich, kein Problem. Ja. Ja, manchmal am Boden, muss man sagen, sind so Ritzen. Ja, da wurde der Boden halt nicht so gut verlegt. Oder einfach mit der Zeit ist schon ein bisschen auseinandergegangen, aber es sind nur vereinzelt. Ja, der sagen wir mal, 95% des Bodens sieht noch akzeptabel aus. Ja, ihr seht schon, es ist eigentlich eine relativ große Wohnung und teilmöbliert sogar. Eigentlich einfach wieder ein Zimmer. Muss man vielleicht ein bisschen streichen, hier ist ein bisschen graue Farbe, ist natürlich nicht so nice, wenn hier so unterschiedliche Sachen sind, aber ich gehe davon aus, dass hier ein Bild gehangen hat oder irgendwas an der Wand, vielleicht ein Regal oder so, und deswegen ist halt hier die Farbe unterschiedlich. Ja, also hier haben wir noch einen Tisch. Naja, also der sieht nicht mehr so nice aus. Den würde ich persönlich einfach wegschmeißen.
Der Stuhl dagegen sieht noch ganz okay aus, ist auch natürlich inklusive in der Miete. Ja, muss man überhaupt keinen Sessel mehr kaufen, man hat ihn schon. Unglaublich, was für Value man hier bekommt und trotzdem möchte niemand einziehen. Und eine Pflanze gibt es noch. Eine Pflanze mit, ja, keine echte Pflanze. Ja, bisschen fake. Bisschen fake. Ja, dann haben wir den Sessel des Jahrhunderts. Mal gleich mal testen. Ach, schon sehr bequem. Schon sehr bequem. Bisschen kalt. Bisschen kalt. Brauche ich eine Sitzheizung. Naja. Vom Aussehen nicht so mein Geschmack. Aber vom, boah, vom Sitzgefühl, voila. Voila. Erste Sahne. Gut. Ja, wir sehen hier, die Heizung ist ein bisschen kaputt. Ja, also die ja, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Da kann man einfach ein neues Oberteil kaufen. Und dann funktioniert das auch. Die Fenster sind hier auch ein bisschen größer. Also in diesem Raum sieht man, es ist mehr Licht. Ja, es ist echt, von den Zimmern her finde ich das jetzt das Schönste bisher. Das ist, glaube ich, auch das Wohnzimmer. Da verbringen die Leute am meisten Zeit. Ja, dann haben wir noch ein Kinderzimmer sozusagen. Wieder teilmöbliert. Was will man mehr als das? So, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Wohnung. Das Badezimmer. Wow. Also mein erster Eindruck hier, wenn ich reinkomme, sehr viel Licht. Ja, mit Abstand am meisten Licht. Unglaublich. Ne? Ich hätte fast schon Angst, wenn ich hier dusche, dass alle mich nackig sehen. Ja, also, aber die haben... okay, man... Hier gab es mal etwas, was man runterlassen kann, als man duschen wollte. Ja? Also sie hatten hier einen Vorhang, aber dieser existiert jetzt nicht mehr. Ja? Natürlich nicht optimal, aber kann man hier jederzeit wieder installieren. Ja, also ich denke, wenn man hier duscht, dann sieht einen jeder von der Straße. Schon nicht so angenehm. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das alle sehen wollen, wenn ich dusche. Ja. Und die Badewanne sieht noch sehr gut aus. Ja, ein bisschen dreckig natürlich jetzt. Aber grundsätzlich, wenn man die einmal reinigt, ist die wieder in Schuss. Die ist auf jeden Fall gut benutzbar und auch nicht so alt. Das ist keine 60 Jahre Badewanne. Zusätzlicherweise gibt es hier natürlich auch noch einen Duschschrank. Also diese Sachen hier außenrum, die sind tatsächlich auch nicht verpflichtend anzubringen als Vermieter, sondern fallen eigentlich auf Mietseite an. Muss man dazu sagen, das hier ist jetzt aber hier ein bisschen ausgehängt. Kann natürlich sein, dass das ein bisschen kaputt ist. Das heißt, vielleicht müsste man das Ganze so ein bisschen erneuern, ja. Also das Glas. Aber ganz ehrlich, das hier kriegt man ziemlich günstig. Für 100 Euro, vielleicht 200 Euro ist das alles erledigt. Ja. Und dafür hat man einen neuen Duschschrank, eine Dusche, die intakt ist, Bombe. Ja, einfach super. Ja, wir haben ein Update zu den Geräten. Die haben ja nicht funktioniert, als ich die vorher probiert habe. Das liegt daran, dass der vorherige Mieter seine Stromrechnung nicht bezahlt hat und im Endeffekt der Strom abgestellt wurde. Das heißt, wir haben jetzt auch überhaupt nicht die Möglichkeit, diese Geräte alle zu testen. Ich gehe aber davon aus, dass die alle gut funktionieren. Kann ich natürlich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ein extra Special. Und zwar gibt es oben noch das Dachgeschoss. Und das gehört auch zu dieser Wohnung. Unbefugte Zutritt verboten. Ich bin befugt. Welcome, welcome! So, ich bin wieder zurückgekommen zu meinem bequemen Sessel. Ich habe mich fast schon ein bisschen in den verliebt.
Ja, vielleicht ist der irgendwann nicht mehr in der Miete inbegriffen, weil ich den entführe. Aber ich weiß nicht, ob meine Frau das gut findet. ja, farblich ist er halt nicht so gut. Vielleicht kann man den anstreichen. Ja, was ist mein Fazit zur Wohnung? Ich persönlich denke, es hat viel Potenzial. Ich denke, man muss ein paar Sachen machen, aber ich glaube, man kann hier wirklich was schaffen, wo man sich wohlfühlt. Und ich bin eigentlich schockiert, dass die vielen Interessenten das nicht gesehen haben. Dass sie einfach gesagt haben, nö, das mögen wir nicht. Obwohl sie im Endeffekt selbst für diese Wohnung nichts bezahlen müssen. Weil die Miete, die wir verlangen für diese Wohnung, ich glaube es sind 1.100 Euro, bezahlt die Stadt oder das Land im Endeffekt komplett. Das heißt Flüchtlinge, man muss allerdings eine Familie sein, glaube ich, um den Satz auch zu bekommen. Also ich glaube mindestens eine Familie mit zwei Kindern, aber in dem Fall waren das die Mehrzahl der Interessenten und die haben alle gesagt, nö, wollen wir nicht. Mich schon ein bisschen schockiert, ja, dass das hier nicht gut genug ist. Wobei, wenn ich persönlich hier einziehen wollte, ich würde ein paar Sachen machen und dann würde ich mich auch wohlfühlen. Also ich könnte es mir grundsätzlich schon vorstellen und man hat halt wirklich viel Platz. Das hat man halt vielleicht, wenn man in der Innenstadt wohnt, nicht. Und ja, schade, aber die Suche geht weiter nach irgendeinem Mieter. Vielleicht kennt ihr irgendjemand, wo ihr einziehen möchte. Dann schreibt mir eine Message oder einen Kommentar. Und dann können wir schauen, ob ihr hier einziehen könnt oder jemanden, den ihr kennt. Bis dann, macht's gut.